So, dann wollen wir uns hier mal weiter umgucken. Ja, da kam das Gequieke her. Und Gestöhne und Geschlage und das ist ziemlich laut hier. Oh. Komm mal hier rein. Das sind aber alles soweit nicht die Stuh. Wo kommt ihr her? Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Und das werden immer mehr und ich laufe in die falsche Richtung. Du bist einer der Stärkeren. Ihr seid welche der Stärkeren. Komm. Alle weghauen. Schnell. Wow. Rundenbasierend. Einer tot. Du. Heiltrank. Au. Weiter zurück können wir nicht. Du. Schwarm. Du wieder Heiltrank. So, wie viele Zauberpunkte hast du noch? 19. Da fehlt einer. Okay. Kaputt. Und du bist nur noch ein Einzelner. Oder sind das zwei übereinander? Nee, nur einer. Viel Mana haben wir nicht mehr. Kaputt. Das werden immer mehr. So. Du gibst bitte ihr einen Mana-Trank. Du gibst bitte ihr einen Mana-Trank. Du bringst alles um. 6 Schaden. Das ist zwar nur 1er Würfel gerade. Ja. 40 schon besser. Das war der letzte Säurestrahl. Oder? Nein, sehr schön. Okay, und dich knüppeln wir nieder. Ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht noch zu viele. Weil ich würde ungern unsere restlichen Ressourcen für... Ist sie schon wieder gelähmt? Gelähmt. Ich würde ungern unsere letzten Mana-Träger benutzen. Moment mal, sie ist immer noch gelähmt, oder? Wir wollten eigentlich raus. Ich erinnere mich düster. Fackellicht. Lauf. Wir wollen weg. Oh, das kennen wir doch. 5. Genau, bei 5 sind wir von unten rechts reingekommen, von der 9. Es führt aber nicht. Ist das die 9 gewesen? Okay, wenn es die 9 ist, dann müsste es im Nordosten Ausgang sein. Nein. Wir sind wieder zurück da. Unten? Nein. Ich will nur nach Hause. Aber erstmal könnten wir so oder so schlafen, damit wir zurechtkommen. Das ist auch... Oh, das ist irgendwas Besonderes. Komm, stirb. Hier war ein Ankh eingeteilt. Alles töten. Ganz schnell töten. Dann reden. Also. Wir waren gerade im Raum voller Gegner. Da haben wir eine Karte an der Wand gesehen. Licht. Und da sah man oben links ein Ankh-Symbol. Das wird das Gebiet sein, wo wir hin müssen. Für den Altar, für die eine Mission. Und eventuell auch das Licht für die Mission in Harmondale. Ist zwar nicht der Ausgang, aber dann könnten wir das schon mal abhaken. Und dann kommen wir nur hierher zurück, um das alles leer zu bekommen. Nicht mehr für die Mission selber. So als extra Schmankerl. Wir sollten aber erstmal versuchen, irgendwie ein... Rückzugspunkt hinzubekommen. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Dass wir schlafen können, um Mana zu bekommen. Voll Talana ist jetzt schon wieder leer.
haltet ganz schön viel aus, ha? So, wir brauchen jetzt einen von den großen Tränken. Hilft nichts. 54. Schwupps. Und ein Heiltrank. Und ich denke mal, dahinter werden Gegner sein. Deswegen können wir nicht schlafen. Oh, Bartholomew Hume. Hallo, meine Schüler. Ich sehe, ihr habt die richtige Gruft gefunden. Bartholomew Hume erreicht euch auf dem mentalen Weg. Meine Glückwünsche, ihr jungen Aspiranten. Meine letzte Weisheit als Mönch, die ich euch mitgeben kann, ist diese hier. Erleuchtung wird durch die Reise, nicht durch das Ziel erlangt. In diesem Fall war das Ziel aber nötig, um eure Fähigkeiten zu einer solchen Reise unter Beweis zu stellen. Ich werde alle Mönche von euch zu Initiierten erkennen und alle anderen ungläubigen Initiierten. Ah nein, alle anderen zu ungläubigen Initiierten. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Trotzdem würden wir ganz gerne schlafen. Jo. Oh, und ganz viel Gold auf dem Fußboden. Zing. Sonst ist hier nichts. Nö, sieht nicht so aus. Können wir jetzt irgendwo in Ruhe schlafen? Nein. Also müssen wir unten erst aufräumen. Ohne Heiler. Ja, das kriegen wir schon hin. Sind hier nur die Kleinen. Genau. Die zertrümmert Gerogon mit seinem Streitkolben. Oder auch nicht. Haben wir da? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ein 8-Gold-Dolch. Komisch geformter Raum. Eine neue Fackel, bitte. Und einen von den billigen Heiltränken. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Körperresistenz und 134. Naja. Naja. Ein einzelner. Krankheit heilen. Aber diese komische Lampe haben wir bisher noch nicht gefunden. Ist die jetzt im letzten Raum? Nö, hier ist nur Gold in Anführungszeichen. Also diese Sockel sehen komisch aus. Säule. Müssen wir die alle vier drücken und dann passiert was? Das Ding haben wir schon ausgeklappt. Ha. Also Gefahr droht uns momentan gerade nicht. Sagen uns unsere Heldeninstinkte. Das heißt, wir schlafen erstmal. Und dann gehen wir raus. Finde ich ein wenig unspektakulär. Na gut, wir gehen einfach zurück in den Raum, der auch voller Gegner ist und machen den leer. Ist das auch wirklich sicher? Es ist nicht derselbe Raum, oder? Au. Doch, ist es. So, Widerlicht. Oh, wir sind in den vollkommen falschen Raum gegangen. Oh. Eine Blitzratte, was erschreckt ihr mich so? Also, ich hätte schwören können, ich hätte den Ankh oben gesehen. Das heißt, wenn wir es nach unten machen, dann kommen wir erst beim Ankh raus. Ich bin verwirrt. Hier waren wir gerade eben. Und wenn wir den jetzt hoch machen... Oh, okay. Das ist auch wirklich sicher. Au! Ihr nicht, ihr könnt leben. Das tut irgendwie weh. Und Talana ist was? Krank. Krankheit heilen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Goblin-Schild. Ganz viele Tränke. Oh, ganz viel Gold. Große Goldklumpen. 1600. 1600. Dann machen wir doch glatt mal. Wow. Denn unser Auge hat hier was gesehen. Zing, zing. Das ist jetzt allerdings ärgerlich.
denn wir haben keine Klerikerin, die uns bewahren könnte. Na gut, 2-1 Risiko. Das tut irgendwie weh. Und das hat absolut nicht weh getan. Können wir das wirklich brauchen? Die brauchen wir nicht, die nehmen wir mit. Können wir das wirklich brauchen? 600 Gold können nehmen wir mit. Können wir das wirklich brauchen? Ja komm, den ganzen Rahmen nehmen wir auch mit. So. Also außer die Billigkräuter. Hier soll noch was auf dem Boden liegen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und hier hinten auch. Können wir das wirklich brauchen? Streithammer kommt brauchen mit. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ringe kommen immer mit. Und sonst sieht das Auge gerade nichts. Also wird wahrscheinlich auch nirgendwo ein Geheimraum sein, weil in den meisten Geheimräumen ist halt immer irgendwas an Gegenständen. Okay. Ausgang hätten wir bei 9 und 7. Hier ist keine 9 und keine 7, aber eine 8. Das doofe Licht. So. 11 hätte ich noch im Angebot. Bringt uns auch nichts. Und 2. Nee, komm. Wir schlafen. Wir gehen einfach wild. Ups. Wir gehen einfach wild in irgendwelche Türen rein. Und irgendwann sind wir draußen. Das ist doch mal eine Heldenart, was anzugehen, hm? Hier haben wir noch nicht aufgeräumt. Und das Auge sagt uns, dass hier Schätze sind. Sehr schön. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 1000 Gold. Was war das? Ach so. Ja, okay. War das die ganze Zeit schon offen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Haben wir einfach so einen Plattenpanzer übersehen letztes Mal? Hm. Können wir das wirklich brauchen? 33.000 Gold. Sehr, sehr schön. Oh, wir sind hier schon wieder. 9 und 7 müssen wir immer noch hin. Das ist... ich gehe mal zu 1. Obwohl, warte mal, ich könnte das mal notieren, oder? Wir sind in 6. Oben rechts führt zu 11. 11 habe ich noch gar nicht auf meiner kleinen Karte hier. 11... Unten rechts wäre 1. Unten links wäre Ankh. Warum auch immer. Und oben links wäre 13, was ich auch noch nicht auf der Karte habe. Doch habe ich da ganz hinten auf der Karte. Mist. Also ja, es wird sehr unübersichtlich. Aber solange wir später in jedem Raum einmal waren, ist alles gut. Und wir die Quest-Sachen gefunden haben. So. Ich glaube, ich sollte einfach 1 bis 15 durchnummerieren und die Räume, die wir geklärt haben, durchstreichen. Und wo wir wie hingekommen sind, ist eigentlich wir das wirklich brauchen? Ziemlich egal. Hauptsache, wir haben alles leer gemacht. Ja, du bist gleich tot. Oh, oh, oh. Haben die mich einfach so von hinten erschreckt? Licht bitte. So, also wir sind in 1. Wir können nach 1 führt nach 5. Wer da oben? Es führt nach 11 da lang. Wo zur Hölle ist 11? Da ist 11. Unten rechts ist 15. Unten links ist 6. Also zurück dahin, wo wir gekommen sind. Erstmal plündern. Zing, zing. Gold, Tränke. Können wir das wirklich brauchen? Hier ist irgendwo was. Da. Hör mal, ich weiß das nicht. Ja. Sehr schön. Ich hoffe mal, die Zwerge sind nicht allzu stinkig auf uns. Also die Zwergenarmen. Aber das ist einfach zu viel Gold. Außerdem ist ja eh alles von Untoten hier überrannt und so weiter. Das passt schon irgendwie. Können wir das wirklich feucht verjagen? Ja. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und hier.